Ja, wo ist, läuft der jetzt? Nimmt der jetzt schon auf, ja, anscheinend? Ja, also bin ich ganz durcheinander. Die vielen, vielen Rückmeldungen fürs letzte Video haben mich völligst aus der Bahn geschmissen, gell? Also jetzt, also nochmal ganz, ganz lieben Dank für den Zuspruch, für die lieben Kommentare von euch. Ich habe mich wirklich total gefreut. Und hier geht's, also dieses Seele streicheln tut mir persönlich auch ungemein gut und ich praktiziere es jetzt momentan fast jeden Abend zu einer schönen Meditationsmusik. Und ich merke richtig, während ich die Seele streichle, werde ruhiger und ruhiger. Also der ganze Stress, das Unangenehme vom Tag, vom täglichen Einerlei, das fällt so richtig ab. Ja, und hier seht ihr mal, wie ich jetzt überhaupt so ein Bildchen beginne, immer oder zumeist mit Bleistift. Aber ich möchte diesmal bei diesem Video gar nicht jetzt so viel erzählen, wie, wo, was, sondern lasst es uns einfach gemeinsam genießen. Ja, was erlaubst du dir heute? Welche Gedanken dürfen heute kommen? Welche guten, nährenden Gedanken erlaubst du dir heute? Ist es Freude, Glück, Zuversicht? Ich habe mir heute Morgen überlegt, ich erlaube mir, Fehler zu machen. Ja, das habe ich mir halt gewünscht, Fehler zu machen. Und nicht nur Fehler machen, sondern über die Fehler lachen. Und jetzt warte ich und warte ich den ganzen Tag, den ganzen Morgen. Jetzt haben wir ja mittlerweile schon Mittag. Na, also ich bin ja immer ein bisschen früher, länger schon wach. Und ich warte auf einen Fehler und da kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Ich warte und warte. Doch einen habe ich entdeckt. Ah ja, stimmt. Meine Bücher sind heute angekommen. Und siehe da, die Schriftzug. Also der eine, ich lektoriere und mache die Bücher mal alles selber. Also natürlich teilweise mit Unterstützung. Und da war jetzt tatsächlich beim Cover, da ist mir ein Fehler passiert. Ja, und jetzt habe ich gewartet. Was passiert? Tja, ist halt ein Fehler. Ach ja, genau, jetzt muss ich einen kurzen Sprung machen. Also wie gesagt, das mit den Fehlern, mit Lachen, da ist noch nichts passiert, aber der Tag ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich lege momentan, versuche ich zu der Karin in mir, die 16-Jährige, einen Kontakt aufzubauen. Ja, so einen liebevollen Datscherer, so. Weil die ist mir irgendwie völligst entglitten. Ja, und deswegen, also das mache ich auch gerne, dass ich dann morgens da so ein Bildchen hinlege von mir. Es hat übrigens wunderbar geklappt mit meinem inneren Kind, ne? Also da war ich mit der Karin, die nur ein bisschen jünger ist. Hat sehr gut funktioniert und jetzt bin ich gerade dabei, die 16-Jährige an die Hand zu nehmen. Ja, und wenn ich jetzt mit dem Auto rumfahre, ist neben mir die Kleine, sitzt neben mir die Kleine, das innere Kind. Und hinten also auf der Rückbank, sitzt dann der Teenager, der was weiß ich bockt und was weiß ich alles. Also so kann man sich das vorstellen. Einfach nur so nebenbei. Mir macht es Spaß und es ist heilsam. Ja. Aber welche heilsamen Gedanken oder was erlaubst du dir heute? Wie gestaltest du deinen Tag? Welche heilsamen Übungen fließen mit ein? Wo liegt oder wo ist die Freude? Ja, wo ist das Lachen? Ich finde, das sind so Dinge, da sollte man sich schon regelmäßig einen Kopf drüber machen.
Also wenn wir uns schon über den ganzen anderen Krampf am Kopf machen, ne? Was so alles passiert und vor allen Dingen, was die anderen alles so falsch machen, dann dürfen wir uns auf der Gleise, also wenn wir uns schon über so viel Gedanken machen, dann bitte aber auch über uns selbst, wie mache ich mir heute eine Freude? Ja? Wie möchte ich heute meinen Abend genießen? Auf jeden Fall wieder mit, auf jeden Fall wieder mit Meditationsmusik, mit schöner deuter Meditationsmusik. Übrigens, ich kriege kein Geld dafür. Dafür bin ich ein zu, noch zu, habe ich zu wenig Abonnenten. Ne? Also dafür brauche ich mehr Abonnenten. Also wenn es dir gefällt, das heute flutscht es aber wirklich. Ne? Das ist kein Verkaufsvideo. Es kommt einfach, ich hau das jetzt einfach mal so spontan raus. Wenn dir das Video gefällt, dann darfst du es gerne mit dem Daumen hoch bewerten. Also, und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Siehst, die Stimme geht schon wieder weg. Ja, schön, dass es euch alle gibt. Ohne dem wäre dieser ganze Kanal nicht möglich. Danke. Ja, und hier seht ihr einen kurzen Ausblick aufs nächste Video. Ich habe mir ein bisschen Material gegönnt und das stelle ich dann auch im nächsten Video vor. Also wie gesagt, ohne dass ich dafür was kriege von Gersticker. Ich mache es einfach gern, weil ich immer wieder auch gefragt werde. Ja, ich wünsche dir, wo du jetzt gerade zusiehst, eine ganz tolle Woche noch. Ja, mit viel Sonnenschein in deinem Herzen. Mit viel Heilung für dein inneres Kind. Frau Henningsen, tun Sie mal den Kopf da weg. Na, das SH. Ah ja, jetzt haben wir einen Fehler entdeckt. Die schöne Kopfansicht. Ja, also mit viel. Mich sticht heute der Hafer, weil die Sonne scheint und ich jetzt gleich rausgehe und ein paar Fotos für euch schieße. Habt ihr das jetzt gehört? Jesus Maria und Josef. Da hat es aber Ohren dingelt. Also, pfiat euch. Ich mache jetzt Schluss, weil mich sticht wirklich der Hafer heute. Pfiat euch.